Wir brauchen noch diese blöde Akte. Fuck. Zu weit. So, hier. Ah, da ist die Akte, die ich gesucht habe. Es kann nur die unseres mysteriösen Patienten sein. Was für eine merkwürdige Person. Nur eine der Akten im Untersuchungsraum des Instituts ist neu genug, um zu dem im Professor Herzogs Brief erwähnten Patienten zu passen. Der Akte nach wurde der Mann dem Tode nahe an einem Flussufer gefunden. Er blieb mehrere Monate lang in der Stadt seiner Retter. Leider litt er an plötzlichen, unkontrollierbaren Wutausbrüchen und wurde in eine örtliche Irrenanstalt verlegt. Er zeigte keine Anzeichen der Besserung unter ihrer Obhut und wurde daraufhin in das schwarze Edelweiß geschickt. Dieser Patient ist stumm und leidet an den Nachwirkungen eines Schädelbruchs und an Amnesie. Er kann niedere Aufgaben verrichten und scheint eine außergewöhnliche Begabung für die Lektion zu besitzen, die hier erteilt werden. Wie merkwürdig. Aha, und das sagt uns jetzt was? Jetzt ist das dazu nichts zu gebrauchen. Ja, ja. Ich brauche einen Namen, um... Sonst war ja nichts. Oder? Sie treffen sich da drüben, aber es ist gut versteckt und nur der Doktor hat den Code. Zuerst macht er Krach mit dem Feuer bei seinem Büro. Hä? Dann macht der Krach mit dem Feuer vor mir und dann macht der Krach hinter mir. Okay. In seinem Büro. Er ist hier. Wo ist denn der Trottel eigentlich? Hier, oder? Vor mir und hinter mir. Ich muss mal genau davor... Hä? Feuer natürlich. Oh, ich bin ja auch so schlau. Da vorhin wollte ich da noch als ran, aber da habe ich nicht drauf geachtet. So ein Scheiß. Ne? Und jetzt, wo ich es wirklich brauche, ich habe die ganze Zeit gedacht, diese Fackeln sind so typisch für solche, schon wieder so eine Klischeesache. Vorhin habe ich noch die ganze, warte mal, vor mir und dann hinter mir, ne? Genau. Muss ja die richtige Reihenfolge sein. Oh. Da. Oh nein. Es funktioniert. Ganz einfach. Ganz einfach. Panik! Bis zum nächsten Mal. Hallo, liebe Freunde. Auf in die Weiten der Dunkelheit. Oh nein. Oh Gott! Was zum fuckigen... Was ist das denn? Lebt der Kerl? Oh Gott. Ja, tut er. Was ist das denn für ein Guru? Alter. Ach, das ist dieser Blödmann, ne? Entschuldigung, aber ich verstehe nicht, was Sie sagen wollen. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin... Wer du bist, hat nichts zu bedeuten. Wichtig ist nur deine Verehrung des einen. Okay. Du bist gekommen, um den großen Herrn anzurufen. Und nun frage ich dich... Wer bin ich, elender Sterblicher? Oh nein. Tja. Okay, what the hell? Ähm,
Der Unbekannte, kann das sein? Tja. Haben wir denn jemals einen Namen bekommen? Das ist doch der ohne Namen, oder nicht? Tja, welchen Namen könnte der haben? Rumpelstilzchen? Hahaha. So ist es nicht richtig. Nochmal von vorne. Moment. Moment. Warte mal. Ich weiß jetzt nicht, ob... Ich weiß nicht, ich komme nur gerade drauf. Ich habe mich vorhin noch so sehr darüber gewundert. So ist es nicht richtig. Nein, scheiße, das wäre geil gewesen, wenn das jetzt gestimmt hätte. Licht. Er ist Licht, stand da nur. Wie wär's mit Meister? Will durchraten? So ist es nicht richtig. Noch. So ist es nicht richtig. Nein. Was haben wir denn noch? Das ist aber nicht Gigax, oder? Ja, wie wird der geschrieben? Wie man ihn sagt. So ist es nicht richtig. Nochmal von vorne. Hä? Du bist der SMS-Guru. Ah, ich habe keine Ahnung, Mann. Hä, Hanfseil? Anonyme Akte. Das hatten wir ja gerade gelesen. Wer bist du? Rumpelstilzchen, bin ich immer noch der Meinung. Ja. Zimmer-Mission einfacher. Herzog. Na, der wird so kaum sein. Den Brief gelesen haben, Meister leicht. Ich, nachdem ich den Brief gelesen habe, verstehe ich, dass mein Meister leicht entdeckt werden könnte. Selbst der dicke Mäntel und große Industrie überwinden kann ich nicht durchzahlen. Aber mein Meister und Gründer wollen doch nicht, dass Plan, wenn ihr deshalb möchte ich das. Ja, wird sie ja leuchten, wenn die. Ja, aber das ist er doch, oder nicht? Das wird später die Arbeit. Wird sie ja leuchten, das Licht. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich, dass die Beschreibung auf den ganz gut passt, aber. Deshalb möchte ich, dass sie Licht meinen Meister in der Nähe behalten. Das ist das, was mich so verwirrt dabei. Aber Licht ging ja nicht. Wieso auch Licht? Das ist bescheuert. So ist es nicht richtig. Klappe. Noch. Wirst du mit erleuchteter.
Ey, dieser Penner, schlag ihm doch einfach zusammen, bis er dir sagt, was du wissen willst. Manches geht nur mit Gewalt. Erleuchtet. So ist es nicht richtig. Nochmal. Ey, woher soll ich denn wissen? Mano! Wir sehen uns gleich wieder. Moment mal. Das ist nein. Oder? Wie wurde der geschrieben? So ist es nicht richtig. Okay, gut. Nochmal von vorne. Ich bin wieder da. Ich habe mir jetzt mal die Antwort angesehen. Also ich lag nicht völlig daneben. Ich habe nur nicht alles aufgeschrieben. Ich möchte jetzt nur gerade mal was gucken. Moment. Textdokument. Wo haben wir diesen Scheiß? Moment. Das möchte ich jetzt mal ganz gerne wissen. Notiz und Gigas? Nee. Der Strand zwischen die Piraten, Mensch. Nee. Wir hatten doch mal irgend so ein... Nee, auch nicht. Nein, 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 nein. Berichte vielleicht? Torsporen, Stofffetzen, Fisch. Achso, das sind ja nur Feststellungen. Hä? Aber irgendwo muss es doch stehen hier, Moment. Der Strand, nö. Piraten, Menschen am Ende der Welt, nö. Symbole, Reisepass, Agentur. Doch so ein komisches... Das Ding ist, hätte ich das gefunden, wäre ich auch garantiert drauf gekommen, aber ich finde es ja gerade nicht. Hä, wo soll denn das sein? Das sind ja nur seine Feststellungen hier. Ich suche aber... Nee, das ist auch nicht dort. Dialoge auch nicht. Ich finde es nicht. Das ist ja das, was mich so stutzig macht. Ich finde das gar nicht. Telegramm aus New Orleans, Professor Schwarz, Hildegard, Firma, der Kügax, nö. Das soll halt das Seltsames. Hier ist es doch, mein Gott. Möge deine Larve durch den Äther gehen, Sterne wie Maden in einer Frucht. Erwarte dein Erwachen dir zu ihrem Licht der Tiefe. Er ist der, den du wähltest, uns in die Schönheit tiefster Schwärze zu zeigen. Licht der Tiefe ist der, der den Zeichen am Körper trägt. Okay, spätestens hier hätte es einem auffallen können. Er wurde einer von uns, Licht der Tiefe, seinem Ruf antworten die Tiefen, und wir antworten deinem Namen, Licht der Tiefe, sein Körper ist der Tang, sein Körper ist der Oktopus, seine Stimme ist deine Stimme. Okay, der Traum und die Rückkehr des Großartigen, sie müssen hier fallen. Also, ich war nicht ganz falsch. Ich habe es nur nicht ausgeschrieben. Aber eben dieses Gedicht habe ich eben gesucht und nicht gefunden. Das ist das, was mich gerade ein bisschen anpisst. Licht der... Gott, ey. Ich meine, ich finde das Rätsel geil, aber... So ist es nicht richtig. Hä? Nochmal von vorne. Habe ich mich verschrieben? Soll ich das zusammenschreiben oder was? Ich probiere es nochmal so, wenn das jetzt nicht klappt. Selbst dein jämmerlicher Geist kann Erleuchtung finden, bevor er zur Nahrung für die Diener des Chaos wird. Wo sind all die armen Seelen, die in London entführt wurden?
Und was ist mit den anderen, die hier auf ihren Reisen vorbeikamen? Deine Suche ist vergeblich. Du bedeutest dem großen Herrn nichts. Bald wird er unseren Ruf erhören. Wenn diese Titanen sich für das Erwachen ihres Königs versammeln, wird der schlafende Herr auf Erden wandeln. Du und deinesgleichen werdet euch das Fleisch von den Knochen reißen. Au. Wenn ihr erfahrt, wie euer Leben den großen Herrn und Meister beleidigt, du wirst um den Abgrund bitten, wie alle vor dir, die den großen Einen ernährt haben. Die, die ihr schwaches Fleisch unserem Herrn gaben, schreien nach seiner Wiederkehr. Und das wirst auch du tun. Er liegt da, träumend, still, hungrig und wartet auf seine Anhänger. Zittere vor Furcht. Siehe, der große Eine kehrt zurück. Gott, hab ich mich erschreckt, ihr Penner. Er macht so einen Krach. Ich sollte mich lieber auf den Weg machen, bevor er das gesamte Personal herbeiruft. Ganz toll. Darf ich jetzt endlich? So ist es nicht richtig. Nochmal von vorne. Huch, was war das denn jetzt? Ach so, kann man das... Aha.